Hallo und herzlich willkommen hier wieder zurück. Wir versuchen gerade Goal aufzuwecken. Ich habe nur keine Ahnung, wo der Eject-Knopf sein soll. Ich gehe schon alles ab, aber finden tue ich nichts. Leute, Hilfe und so. Sag mal. Ah! Fast fallen gelassen. Jetzt mal immer langsam mit den jungen Pferden, Jungchen. So eine Datasette muss mit Liebe behandelt werden. Ein Kratzer und deine Freundin ist reif für den Biomüll. Keine Sorge, sie ist in guten Händen. Hast du die Datasette? Na klar, hier ist sie. Das war der schwierige Teil, richtig? Lass die Scherze und zeig her. Ah ja. Und deine Diagnose? Die Batterie ist alle? Tja, dann kann man wohl nichts mehr machen. Wir sollten das Ding verschrotten und... Warte mal. Du ziehst mich doch nur auf, oder? Da ist ja nur Staub auf den Kontakten. Nichts weiter. Und du bist voll drauf reingefallen. Na, das sollte ja nun wirklich kein Problem sein. Reinige die Kontakte und leg sie wieder ein. Du meinst, ich soll Staub wischen? Du klingst wie meine Ex-Freundin. Hast du die auch verschrottet, weil ihre Batterie alle war? So ähnlich. Top, die Wette gilt. Die Datasette. Reinigen. Gut, Erinnerung an mich ist darauf gespeichert. Vorsicht ist also geboten. Ach, das ist ja nur ein kleines Stäubchen. Das haben wir im Du wieder sauber. Wie jetzt? Was jetzt? Wo jetzt? Der Chip ist sauber. Der ist staubig. Und jetzt? Habe ich nichts zum Benutzen. Zum Saubermachen. Das ist schlecht. Was haben wir hier? Ein Schlüssel. Der ist mir vorhin schon aufgefallen. Hey, du hast meinen Schlüssel gestohlen. Und du hast meine Freundin gekidnappt. Aber das war doch nur ein Missverständnis. Ich kann sie ja gerne wieder nach draußen in die Kälte legen, wenn dir das lieber ist. Und wie willst du das anstellen, so ganz ohne Schlüssel? Kein Problem. Meine Tür ist immer offen. Dann wundert dich auch nicht, dass dir ständig Sachen geklaut werden. Der ist so schön frech. Und? Hast du die Kontakte schon gereinigt? Ich bin fast fertig. Beeil dich. Es ist nicht gut für den Kopf, wenn man das Bewusstsein so lange ausklingt. Wem sagst du das? Ich hoffe, sie schmeißen auf Elysium auch so gute Partys. Da war seine Familie. Captain Bozo. Na, kann ich irgendwie helfen? Ha, guter Versuch. Aber auf solche Tricks falle ich nicht rein. Das ist kein Trick. Ich... Gib dir keine Mühe, Schwarzbart. Wehe, du hast dem Mädchen was angetan. Aber nicht doch. Sie war schon so, als ich sie gefunden habe. Da dachte ich, sie könnte sicher einen Arzt gebrauchen. Johoho, und eine Buddel voll rum, was? Was? Nein, ich, Dachte ich mir's doch. Ich schlage eine Waffenruhe vor. Aber nicht, weil ich Angst hätte, sondern aus Rücksicht auf die Lady, okay? Ich habe doch gar keine Waffen. Nennst du mich etwa einen Feigling? Wenn du einen Kampf willst, kannst du es ruhig sagen. Was ist denn hier los? Hörst du überhaupt, was ich sage? Ha, dachte ich mir's doch, du Fehlzünder. Wie hältst du es nur in diesem dreckigen Piratennest aus? Aber ich habe doch gerade erst frisch gewischt. Ach ja? Und ich kenne Seekühe, die riechen besser als du. Und zwar hinten raus. Vielleicht gehe ich nachher nochmal über alles drüber. Haha, beim Klabautermann. Hart Backbord. Der ist echt mies und unfreundlich zu ihm. Komm uns nicht in die Quere, hörst du? Du kannst später noch brandschatzen, so viel du willst. Aber hier ist feinmechanischer Sachverstand gefragt. Na hör mal. Ich habe Feinmechanik studiert. Ich war sogar 3 Jahre lang. Verschon mich mit den Geschichten von deinen Kaperfahrten, du störte Bäcker. Ich habe hier ein Problem, das sich mit roher Gewalt nicht lösen lässt. Lass Doc frei. Aber er hat eine Passage zum schwimmenden Schwarzmarkt gebucht.
Ach ja? Deine Mutter hat gleich zwei gebucht. Hey, halte meine Mutter da raus, wo auch immer da ist. Touché, Captain. Touché. Ich behalte dich im Auge. Ich sitz doch nur hier. Eben. Eben. Gott, der kann den ja mal gar nicht ab. Ja, Schlüssel, da haben wir doch die Truhe gehabt. Ich erinnere mich, die war abgeschlossen. Mal sehen, ob wir da was finden. Offen, der Schlüssel kann weg. Wie mies. Was haben wir denn da? Ein kleiner Pinsel, ein Mini-Blasebalg, eine Packung frische Tücher original verpackt. Puh, was für ein unnützer Krempel. Ich will eine Datasette reinigen und keine Puppenstube einrichten. Ah ja, das sieht doch schon besser aus. Eine Drahtbürste und eine Flasche Fettlöser. Den Mädchenkram lasse ich mal drin. Ach ja. Ich würde eben echt nicht mein Leben anvertrauen. Echt nicht. Das muss noch nicht sauber gemacht werden. Die Drahtbürste? Auf Goals Bewusstseinschip? Nur im absoluten Notfall. Hm. Und wie soll ich es dann sauber machen? Du Witzbold. Vermaledeit. Schauen wir uns mal einfach im Boot nochmal um. Da muss doch noch irgendwas sein. Doktor, Doktor, Doktor. Genau, was ich brauche. Ein Staubwedel. Ha, das dürfte die dritte Komponente sein. Ich würde den Wedel nicht nehmen. Ich benutze ihn immer zum Auswischen der Trankessel. Klingt doch gut. Wenn er einen Kessel sauber bekommt, dann ja wohl auch so eine mickrige Datasette. Ich weiß schon, was ich tue. Ja, ich bezweifle es. Na schön, Staubwedel. Hittebä, der Wedel hat alles vollgestaubt. Und, oje, Fettfleck. Da muss ich wohl nochmal rüber. Du blöder Idiot. Das muss noch nicht... nicht gut. Nein, gar nicht gut. Das sieht kaputt aus. Verätzt. Das muss noch... Was denn? Noch mehr Fussel? Was für eine Sauerei! Was für eine Sauerei! Heilige Scheiße. Oh, Fusselalarm. Was denn? Noch mehr Fussel? Was denn? Noch mehr Fussel? Junge, du machst mich... Noch ein Fettfleck. Du machst mich fertig. Du machst mich fertig. Was für eine Sauerei! Also... Nicht gut. Auch noch verätzt. Auch noch verätzt. Noch gebe ich nicht auf. Was denn? Was ist mit der Bürste? Nur im Ab. Nur im. Hm. Was haben wir hier? Staubig und verätzt. Staub weg. Ui. Gut, dass ich noch einen Joker im Ärmel habe. Oh, wie mies. Alles voll gekratzt. Aber er hat zumindest ein Herz mit R und G dahin gemacht. Aber das... Nein! So gut wie neu. Ja, diese Kratzer da könnten auch woanders herkommen. Oh Gott. Und? Hast du die Kontakte schon gereinigt? Yep, alles sauber. Sehr gut, dann zeig mal her. Moment mal, waren da vorher auch schon diese Kratzer drin? Was? Ach die sind mir vorhin schon aufgefallen. Unglaublich, wie die jungen Dinger heute mit ihren Gehirnimplantaten umgehen, hä? Ja, und ohne sie aus dem Laufwerk zu nehmen, wirklich unglaublich. Naja, so ein paar Kratzer. So gravierend sind die nun auch wieder nicht. Apropos gravierend, hat da jemand seinen Namen und ein Herzchen eingeritzt? Gib mal lieber wieder her. Das wird schon passen, oder? Muss ja. Muss ja, so sieht's aus. Gott, Rufus, du bist so ein Vollidiot. Die arme Goal. Oh oh. Was? Wo bin ich? Cletus? Bist du das? Nein, Moment.
Du bist Olfi. Rufus. Ich erkenne dich. Ich war in einem Saal und dann in einem Krankenzimmer. Und da waren noch andere Leute. Deponianer. Es ist also wahr. Deponia ist bewohnt. Der Organon hat uns belogen. Ich muss Cletus kontaktieren. Tja, das ist fast eine gute Idee. Leider nur fast. Dein sauberer Verlobter macht gemeinsame Sache mit dem Organon. Cletus macht was? Oh, mein Kopf. Vielleicht setzt du dich erst einmal hin. Ich sitze doch schon. Keine Sorge, Baby. Ich erkläre dir alles. Holla die Waldfee. Dann fangen wir von oben an. Ich habe dich gerettet. Ich kann mich an kaum etwas erinnern. Auch nicht, wie ich dich aus den Klauen des Organon befreit habe? Da war dieses Transportband. Und hey, du warst auch da. Du saßt an diesen Hebeln. Oder wie ich dich gesund gepflegt habe. Ich erinnere mich an einen beißenden Geschmack auf meiner Zunge. Und wie ich dich um den halben Planeten getragen habe. Warte mal, gab es da einen Kran? Tja, offenbar kannst du dich an gar nichts erinnern. Aber sei's drum, du kannst dich ja auch später noch bedanken. Dein Implantat war kaputt. Der Sturz vom Organon-Kreuzer ist ihm nicht gut bekommen. Die Organons haben mich vom Kreuzer gestoßen? Naja. Schrott sei Dank konnte ich alles reparieren. Eigentlich habe ich die Reparatur geleitet. Sicher hast du das, Opa. Jeder schneidet sich gern seine Scheibe ab. Und jetzt ist alles wieder... Und jetzt ist alles wieder... Und jetzt ist alles wieder gut? Fast. Genau. Cletus ist ein Verräter. Er kollaboriert mit dem Organon. Natürlich tut er das. Der Organon eskortiert uns auf unsere Erkundungsmission. Ja schon. Aber irgendwie hat Ulysses ihn dazu gebracht, seinen Bericht zu fälschen. Er wird dem Ältestenrat empfehlen, Deponia zu sprengen. Obwohl der Planet bevölkert ist? Dieser miese Scharlatan. Sag ich doch. Der Organon will Deponia zerstören. Das weiß ich. Darum sind Cletus und ich ja hier, um zu überprüfen, ob Deponia wirklich unbewohnt ist. Aber Deponia ist nicht unbewohnt. Und Ulysses will das vertuschen, damit er Deponia trotzdem sprengen kann. Das müssen wir unbedingt verhindern. Mein Reden. Du wurdest von einem Piraten verschleppt. Wie oft soll ich es denn noch sagen? Ich bin ein einfacher Schrotthändler. Ich wollte nur helfen. Keine Sorge, ich behalte ihn im Auge. Er wird dir nicht wehtun. Natürlich nicht. Wie käme ich denn auch dazu? Siehst du, ich beschütze dich. Genug geredet. Wir müssen den Organon daran hindern, Deponia zu zerstören. Am besten, du nimmst mich mit nach Elysium. Dann können wir deinen Leuten die Wahrheit sagen und alles wird gut. Richtig? Genau. Echt jetzt? Du nimmst mich mit nach Elysium? Warum denn nicht? Alles, was wir brauchen, ist ein perfekter Plan. Da bist du bei mir genau richtig. Perfekte Pläne sind meine Spezialität. Okay, lass hören. Nun, wir sollten Argus in eine Falle stellen. Oder wir sollten den Kutter flugtauglich machen. Oder wir sollen den Organonkreuzer kabern. Ich würde sagen, das da. Wir sollten Argus eine Falle stellen. Wir heben erst eine Grube aus, dann tarnen wir sie mit Schlamm, dann lösen wir den Alarm aus. Und während du als Giraffe verkleidet auf einem angrenzenden Berg... Wäre es nicht einfacher, wenn wir dich als Cletus ausgeben? Du siehst ihm sowieso zum Verwechseln ähnlich. Ich weiß nicht. Ich habe einen viel durchtrainierteren Körper. Wir überwältigen ihn und kehren gemeinsam nach Elysium zurück. Das könnte klappen. Gut, dass mir das noch eingefallen ist. Und was ist mit uns? Ach, ihr? Keine Sorge. Wenn Elysium erstmal erfährt, dass Deponia doch noch bewohnt ist, wird es keine Sprengung geben. Ja, und wir sind in Elysium. Wir wären Helden. Und alle sind glücklich. Genau. Na dann, worauf warten wir noch? Krasse Sache. Ob das gut gehen wird, ich bezweifle es. Alles fit? Und wie? Mir ging es nie besser. Danke für alles, Rufus. Kein Problem für mich. Aber noch sind wir nicht in Elysium. Lass uns beeilen, okay? Oh ja. Okay, hier sehen wir uns wieder im nächsten Part. Bis dann, Leute.